konnte mich nicht mehr stoppen. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Teil 2 der Chroniken der Verbliebenen von Mary E. Pearson vor, Das Herz des Verräters. Zu den Basics, das Buch hat knapp über 500 Seiten, kostet 18 Euro, finde ich absolut in Ordnung. Es gibt das Ganze natürlich auch als E-Book, es gibt die auch schon als broschierte Ausgaben, dann kostet es glaube ich 12 Euro oder sowas. Ich habe das Buch nicht in der gebundenen Ausgabe bei Medimops gekauft, sondern tatsächlich neu, aber die anderen gab es alle gebraucht zu kaufen. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Die haben dann, glaube ich, 11 Euro oder sowas gekostet. Also lohnt sich auf jeden Fall. Empfehlen würde ich die Reihe ruhig schon ab 13 oder 14, je nachdem. Und zum Cover kann ich nur sagen, ich finde es jetzt nicht umwerfend schön. Irgendwie, ja, finde ich, vermittelt es nicht so die richtige Stimmung zu dem Buch. Aber es ist okay. Worum geht es? Lia ist eine Gefangene des feindlichen Königreichs Venda. Und alles, was sie und ihr eigenes Leben dort jetzt noch schützt, ist eine sorgsam konstruierte Lüge über ihre Gabe der Voraussicht, über die wir ja in Teil 1 auch schon einiges erfahren haben. Mit Rafe an ihrer Seite will sie jetzt natürlich aus Venda fliehen und zurück in ihre Heimat gehen. Aber die Flucht scheint so ziemlich unmöglich zu sein, vor allem deshalb, weil sie langsam zu begreifen beginnt, dass hinter allem viel, viel mehr steckt, als sie gedacht hat und vor allem, dass sich hinter den Geschehnissen in Venda und in Morrigan und in Dalbrack mehr verbirgt, als selbst Rafe, Caden und der Kommissar wissen. Wie hat mir das Buch gefallen? Ich habe jetzt absichtlich versucht, so wenig wie möglich von der Story zu verraten, aber ich kann ja trotzdem sagen, wie es mir gefallen hat. Ich habe bisher ganz, ganz viele Kommentare unter den Videos, unter meinen Beiträgen und auch so als private Nachrichten bekommen, dass Teil 2 noch viel besser wäre als Teil 1, von dem ich ja schon sehr begeistert war. Und ich kann dem wirklich nur zustimmen. Ich fand das Buch, also bei Teil 1 fand ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich hatte so die Hälfte des Buches über ungefähr das Gefühl, alles Friede, Freude, Eierkuchen, sogar drei Viertel, würde ich sagen. Und war schon so ein klein bisschen gelangweilt. Und dann ging ja nochmal so richtig heftig die Post ab einfach. Und in diesem Teil hier geht einfach von Anfang bis Ende die Post ab. Und das hat die Autorin wirklich extrem gut umgesetzt. Ich bin total begeistert davon, dass wir jetzt ein neues Königreich kennenlernen, nämlich Venda. Und auch, dass es alles nicht so oberflächlich ist, weil sich die eigentliche Story ja in Morrigan ereignet, sondern im Gegenteil, dass es halt wirklich richtig tief in die Kultur, in die Sprache, in Gebräuche, in Religionen und keine Ahnung, eben ja, alles irgendwie reingeht. Essen, Kleidung, die Autorin hat sich zu jeder Sache etwas überlegt, dass dieses Venda von den anderen Königreichen eben abgrenzt. Und man muss auch sagen, dass es einfach eine sehr, sehr coole Sichtweise ist von einer, ja, wie nennt man das, Prinzessin aus Morrigan, da in so ein fremdes Land zu kommen, von dem sie ihr Leben lang gehört hat, dass es von Barbaren bewohnt wird und dass sie dort eben dann sieht, wie diese Barbaren leben und was an deren Lebensweise anders ist als in Morrigan. Und vor allen Dingen erfährt Lia hier halt auch ganz viel darüber, wie unterschiedlich die Menschen einfach die Welt betrachten können. Und ich fand das wirklich einfach sehr, sehr geil. Es ist jetzt keine Story, finde ich, die einen so mitreißt und Herzrasen verursacht oder so, aber man ist wirklich richtig, richtig tief in dieser Welt drin, in Venda, und man kann Lia total gut nachvollziehen, die Protagonistin. Gleichzeitig wird eben weiterhin auch aus Raves Sicht geschrieben, von dem wir ja jetzt auch einiges wissen, und da fand ich das wiederum dann auch cool gemacht, wie unterschiedlich zwei Persönlichkeiten die Geschehnisse auffassen können und was für Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Wo Lia vielleicht einfach eine Tradition oder einen Brauch erkennt, der wertvoll und erhaltenswert ist,
empfindet Rafe das einfach als Barbarentum. Und ich finde das wirklich extrem geil gemacht einfach. Generell ist Venda hauptsächlich deshalb anders als die anderen Königreiche, weil dort eine extreme Armut herrscht und eben ganz viel Hunger und alles. Und ich fand, die Autorin hat es wirklich wahnsinnig gut gemacht, wie sich ein Volk und dessen Kultur ändert unter diesen krassen Bedingungen. Dass eben Essen einfach etwas quasi Heiliges ist und dass jedes Opfer da geehrt wird, einfach weil man weiß, was Hunger ist und was es bedeutet, etwas zu essen auf dem Tisch stehen zu haben. Und das fand ich so eindrucksvoll einfach, dass mich das Buch wirklich einfach gefesselt hat. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um es zu lesen. Das hängt aber hauptsächlich damit zusammen, dass ich eine neue Serie angefangen habe. Aber als ich dann so ungefähr bei der Hälfte war, konnte mich nichts mehr stoppen. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Das Buch bekommt von mir, genau wie die komplette Reihe, auf jeden Fall 5 von 5 Sterne und mehr. Ich bin absolut überrascht und wahnsinnig begeistert von dieser Welt, von den Protagonisten, von dem Magiesystem mit dieser Gabe und allem. Da taucht man jetzt auch etwas tiefer rein und erfährt eben einfach so ein paar Dinge und es bleibt trotzdem rätselhaft und man fragt sich einfach, was da noch so hintersteckt. Ich bin wirklich, wirklich angetan von der Reihe und muss sie auf jeden Fall von ganzem Herzen empfehlen. Ich finde die so, so gut. Teil 3 habe ich schon gelesen, deswegen werde ich euch jetzt gleich im Anschluss direkt das Video drehen. Ich weiß noch nicht, wann ich es dann hochlade. Ich denke gegen Ende der Woche, vielleicht so zum ersten Advent. Wir werden sehen. Teil 4 bin ich gerade dran. Ich habe es auch schon zu 2/3 durch, also dauert nicht mehr lange, bis auch da dann was zu hochkommt. Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Like-Button klickt, wenn euch das Video gefallen hat, einfach drunter kommentiert, falls euch irgendwas besonders gut gefallen hat oder gefehlt hat oder ihr einfach eure Meinung dazu beitragen möchtet. Mich würde sehr interessieren, ob ihr die Bücher auch so gefeiert habt wie ich. Die sind ja jetzt schon wirklich lange draußen. Und vor allen Dingen, ob ihr die andere Reihe von der Autorin auch schon gelesen habt. Ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt, aber die Cover davon sehen auch so ähnlich aus. Ja, die kommt auf jeden Fall auch noch bei mir vor. Genau, drückt den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Account nach, da heiße ich genau wie hier, Lilliteratur. Da poste ich regelmäßig Bücher, die ich gekauft habe, die ich lese, kurze Rezensionen, die dann hier auf die Videos auch hinweisen und natürlich auch Umfragen zu Sachen wie, welches Buch soll ich als nächstes vorstellen und welche Dinge am Kanal könnte ich verändern, die euch vielleicht fehlen oder die euch nicht so gut gefallen. Schaut einfach mal vorbei und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.